Und dann hatte im folgenden Schuljahr die Kollegin, die das gemacht hat, das Problem, ich möchte eigentlich dasselbe Thema, steht ja im Lehrplan, nochmal machen. Was mache ich jetzt mit den Inhalten, die jetzt schon hier online stehen? Denn die Schüler greifen natürlich selbstverständlich darauf zu. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit zu sagen, löschen, damit er sozusagen wieder bei Null anfangen kann, oder sagen, darauf aufzubauen. Das ist ein Problem, was ich bisher auch noch nicht endgültig beantwortet habe. Also ich weiß auch nicht, wie man das machen soll. Ich bin eigentlich eher der Meinung, man lässt das, man arbeitet weiter daran. Aber selbstverständlich ist das so, wenn sowas erstmal online ist, also wenn das Wissen in der Wikipedia online ist, dann kann man darauf zugreifen und man kann doch nichts so tun, als gäbe es die Wikipedia nicht. Das wäre idiotisch. Ne? Also muss man versuchen, tatsächlich anders dann vorzugehen. Aber ich würde ganz gerne hier nochmal ein paar Dinge kurz mal nach unten zeigen. Wir haben hier, ich rufe das jetzt nicht auf, weil das alles sehr langsam ist, aber ich kann kurz was dazu sagen. Also ich habe die Möglichkeit, jeder Benutzer hat die Möglichkeit in der Wikipedia und eben auch im Zoom-Wiki etwas zu bearbeiten. Ich kann eine neue Seite erstellen zu einem neuen Thema, zum Beispiel Otto Brunn, was jetzt da was zu gibt, oder zum Beispiel DigiLearn, gibt es einen Artikel, aber man könnte vielleicht einen neuen Artikel noch anlegen. Man kann eine bestehende Seite bearbeiten oder man hat die Möglichkeit in seinem Benutzerbereich, zum Beispiel der Kollege Weyer, eben Deutschlehrer aus Nordrhein-Westfalen, weiß ich, der hat hier, wie ich vorhin sagte, aus seinem Unterricht etwas dokumentiert. Das hat den Vorteil, wenn man das in seinem Benutzerbereich macht, dann ist man da relativ autark. Also wenn ich weiß, der Kollege Weyer macht das, dann respektiere ich das einfach und würde nicht sagen, ich korrigiere das. Das ist für seinen Unterricht richtig, dann lasse ich das. Wenn das sozusagen in dem nicht privaten Bereich steht, dann würde ich mich vielleicht einmischen, würde sagen, dazu weiß ich auch, was das verändern will. Das ist einfach so ein Tipp im Hinblick auch so auf ja, offen, geschlossen. Man ist hier in einem offenen Raum, jeder kann sich das anschauen, aber ich habe, wenn ich es unter meinem Namen mache, trotzdem eigentlich die Garantie, dass mir da keiner reinfuscht. So, der Kollege Böhm zum Beispiel, der macht Wirtschaft an einem Berufskolleg, meine ich, der lässt eben auch dort sehr viel dokumentieren, was dann hinterher die Schülerinnen und Schüler sicherlich auch in den nachfolgenden Jahren wieder nutzen können. Der Kollege Backerer zum Beispiel, der ist noch relativ neu da in dem zum Wiki, macht das im Mathematik- und Informatikunterricht. Der nutzt es zum Teil dadurch, dass er eigene Übungen erstellt, aber er macht das auch so, dass er einfach nur Arbeitsaufträge da reinstellt oder Links reinstellt. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Und wenn jemand sagt, ja, ich probiere es einfach mal aus, würde ich jeden auch ermutigen, mach das erstmal so, wie du dir das denkst. Weil es so ist, dass wir natürlich unterschiedliche Konzepte haben. Und wir haben für die Nutzung der digitalen Medien bisher, meine ich, noch keine fertigen Konzepte. Das heißt also, während wir natürlich, sag mal, für den normalen Unterricht, wir haben Lehrpläne, wir haben entsprechende Lehrwerke, wir haben ganz viele Möglichkeiten, etwas geplant und erprobt zu machen, ist das beim Einsatz digitaler Medien meiner Meinung nach immer noch so, dass man experimentiert. Und das finde ich spannend und dazu würde ich immer aufrufen. Ja, fertige Konzepte würden auch nicht sehr lange tragen, weil sich das einfach viel zu schnell ändert. Es kommt immer wieder was dazu, andere Sachen verschwinden wieder. Da wird jedes Konzept alle 3 Jahre über den Haufen geschmissen sein. Interessant ist jetzt, ich weise noch mal kurz hier drauf hin, statt zu sagen, ich mache jetzt etwas unter meinem Namen, kann ich auch sagen, ich mache das unter dem Schulnamen. Zum Beispiel Gymnasium Otto Brunn ist zwar angelegt, ist noch nicht so viel da. Das war jetzt diese Schule aus Dresden, die also im Bereich Informatik was gemacht hat. Gymnasium Gera Bronn zum Beispiel, das ist eine Kollegin, die hat Ethikunterricht, die hat zum Beispiel Stundenprotokolle online stellen lassen. Ja. Ist natürlich erstmal was, was für die eigene Schule von Bedeutung ist, aber für mich, ich mache jetzt keine Ethik, wäre es vielleicht auch mal eine Idee zu sehen, Mensch, was macht ihr denn? So mal ein bisschen so spicken, was ich ja im normalen Unterricht nicht ohne weiteres kann. Eine Frage, wie ist es mit dem Datenschutz? Darf ich als Lehrer Sachen von den Schülern, die verpasst haben, Referate und sonstige Texte online stellen, ohne deren Erlaubnis zu haben, beziehungsweise die von deren Eltern? Nein.
Nicht. Es ist so. Ich jedes Mal quasi ein Zettel einsammeln? Nein. Auch dann. Der Unterschied eben hier zwischen Moodle und. Ja, Moodle ist okay, da kann ja nur das Größte aufzugreifen. Zum Beispiel die Kollegin hier in Gerebronn, weiß ich, die hat das auf zwei Weisen, meine ich, geregelt. Einmal, es gibt vorab sowas wie eine generelle Zustimmung der Eltern. Wie das konkret geregelt ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es eine Zustimmung der Eltern dazu, dass etwas online gestellt wird. Die ist einmal eingeholt worden. Das Zweite, die Namen der Schüler sind keine Klarnamen, sondern sie hat da so Standardkürzel. GG für Gymnasium Gerabronn und dann irgendwie einen anderen Namen. Ich weiß zum Beispiel jetzt hier die Schülerinnen und Schüler, die aus Haßfurt im DigiLern-Wiki gearbeitet haben, die haben, ja, wie habt ihr das mit den Namen geregelt? Wie habt ihr das mit eurem Namen geregelt? Seid ihr mit eurem Namen online im DigiLern-Wiki? Ja. Ist das für euch ein Problem, kein Problem? Nee, ist eigentlich kein Problem, weil ich meine, es kann ja nur sehen, wer angemeldet ist und ich meine, unsere Namen kann man überall nachlesen. Das DigiLern-Wiki ist öffentlich, da kann jeder reingucken. Auch nicht nur der nicht angemeldet ist. Ja klar, aber ich meine, unseren Namen kann man ja überall wissen. Hast du erwähnt, wir sind Schulnamen? Nein. Weil das sind ja auch alle Namen. Also das ist ja alles die gleiche Schule, wir haben das DigiLern-Wiki, wir haben ja auch unsere Schulwiki. Und das sind alle Schulen mit realen Namen angemeldet. Wir haben es vorher anders gemacht. Also wir haben Spitznamen. Und ich bin dann in die Schule gelaufen, wusste nicht, wer ist Mickey Maus Nummer 10. Und als wir umgezogen sind auf den Zoom-Server, haben wir beschlossen, wir setzen es neu auf, aber wir melden die Schule an. Und wenn sie von der Namen angemeldet sein, ist erleichtert. Das ist für mich unheimlich, wenn ich in die Schule rumlaufe und sage, schau dir mal, da ist irgendwas schief gelaufen. Also ich kenne die Schüler und die Schüler haben keine Probleme damit, weil ich sage, wir arbeiten fachlich damit, sie brauchen sich ja nicht verstecken. Also es entstehen dann auch sehr schöne, interessante Seiten, weil die Schüler bewusst ist, dass es in ihrem Namen findet. Die sind auch sehr stolz auf das, was wir machen. Klar, wir müssen zugeben, dass wir jetzt nicht mit der ganzen Schule wahllos damit arbeiten, sondern es sind dann einfach gezielte Projekte, die laufen, wo auch der Lehrer halt dann einfach mitguckt, was passiert auf den Seiten. Die Frage war, ob die jedes Mal dann von den Eltern eine Bestätigung bringen müssen und ob das vorab, wie das gehandelt wird, weil man darf das ja eigentlich vom Kinderjährigen jetzt Texte veröffentlichen. Also wenn der Lehrer das irgendwie initiiert, darf man ja eigentlich normalerweise in der Schule. Ich kann mal online setzen. Texte am Anfang waren wir die Blauäugig, wir haben da noch keine Empfehlung oder keine Unterschrift an Eltern, aber jetzt haben wir im Moment was vorbereitet, dass wir das den Eltern mit unterschreiben lassen würden. Aber also angefangen haben wir an sowas nicht gedacht. Okay. Umgekehrt ist es nicht auch immer nur, es sind ja nicht nur Texte. Also wenn ich jetzt unser Video anschaue, da passiert Zusammenarbeit, wo ich nicht mehr sagen kann, der Schüler hat einen Text produziert, sondern es sind ja, die arbeiten zusammen an Themen, tauschen sich aus über, es geht bis zur Abi-Vorbereitung, wo man gar nicht unbedingt sagt, der Schüler hat die ganze Zeit Texte produziert. Und von daher gab es wahrscheinlich auch das Problem noch nicht. Also wir hatten da keine Probleme, ich muss aber sagen, dass die Lehrer sehr aufmerksam auch ihre Schüler angucken, was passiert. Also wir achten halt auf keinen Chat, keine Telefonnummern, keine persönlichen Daten. Das sind die Anweisungen, die wir geben und und das, glaube ich, ist auch das Entscheidende. Also natürlich muss man das thematisieren. Also ich würde auch sagen, wenn man mit Schülern zum ersten Mal im Wiki arbeitet, sollte man diese Frage grundsätzlich klären. Und man sollte, wenn es Oberstufenschüler sind, die erwachsen, also die volljährig sind, ist das unproblematischer. Aber man sollte bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern natürlich sowas wie eine generelle Vollmacht einholen. Das Zweite, man muss dann natürlich das, was Maria gerade sagt, unbedingt beachten. Man ist nicht aus dem Schneider damit, dass man sagt, jetzt machen die das im Wiki, sondern die stellen es öffentlich und ich bin natürlich als Lehrkraft schon dafür verantwortlich, was die da machen. Das heißt, ich müsste mir immer anschauen, was publizieren die da. Meine allgemeine Erfahrung, ich habe also über Jahre das so verfolgt, es gibt meistens so eine Anfangphase, da wird einfach mal so drauf losgeschrieben, so chatartig, da wird auch mal gesagt, Blödmann und was weiß ich. Aber wenn man dann einmal zeigt, hier, das kann jetzt weltweit jeder nachlesen, ist das meistens schon vorbei. Das Risiko würde ich nie eingehen, was ich gerade eben gesagt habe.
dass die Schüler einfach frei was reinschreiben können, ich hätte es bitte einen Tag später mit, das dann verlieren sein. Aber zu den Vorhergehen, also ich komme als Frankfurt und arbeite dort am Hessischen Bildungsverband, das sind mir extra hergekommen. Also wir arbeiten zurzeit gerade mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten zusammen, um eine Richtlinie zu erstellen. Und im geschlossenen Raum ist es kein Problem, Schülernamen zu nennen. Im öffentlichen Raum ist es ein Problem. In einem geschlossenen Raum braucht man die Eltern nicht unterschreiben lassen, sondern die muss nur informiert werden. Mhm. Weil sonst hat man ja Wahnsinnsarbeit. Also ich handle das bei meinen Projekten so, dass die Eltern im Vorfeld eben informiert werden durch einen Elternbrief und das einmal unterschreiben. Es gibt auch Schulen, die schon von vornherein bei der Einschulung der Schüler, egal jetzt ob auf der weiterführenden Schule oder in der Grundschule, einmal sich so etwas unterschreiben lassen, was eben auch Texte, gemalte Bilder oder auch Dinge eben von den Schülern im Internet veröffentlicht werden können. Und dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass die Eltern das einmal unterschreiben. Ich glaube noch, man sollte bei den Schülern ein bisschen mehr Vertrauen mittlerweile entgegenbringen, weil die sind täglich auf Facebook unterwegs und die sind nicht mehr so, wie sie vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Nee, es geht auch nicht. Aber ich glaube, sie wissen, wie sie sich im Internet bewegen können, was sie sagen sollen. Ich mache jetzt seit 2 Jahren mit Wikis rum, einfach so, auch blauäugig naiv. Und ich habe bisher keine Probleme damit gehabt. Also, es wurde keine Das wird von Anfang an so gehen. Also ja, wir teilen die voraus an die neuen Schüler, die kommen und da wird dann unterschrieben und wer nicht unterschreibt, kommt auf eine Liste, die Liste bekommt. Ach, komplett für die ganze Schulzeit. Dann. Ja. Okay. Die können dann, wenn auch hingewiesen, was sie jederzeit wieder rufen können, natürlich kann man, aber wie gesagt, also jetzt gibt es Standardbriefe, Musterbriefe dafür. Ich denke mal auch, dass viele Schüler wahrscheinlich eher kein Problem damit haben werden, wenn die Namen im Weg gelangt werden, weil dann die meisten Schüler heutzutage sind ja in den sozialen Netzwerken wie Facebook aktiv und das Ganze ist so alles transparent. Aber wir haben trotzdem, ich meine, ihr seid jetzt ja schon etwas ältere Schüler und ich denke, bei euch wäre das auch, würde ich aus meiner Sicht sagen, kein Problem. Aber ich stelle mir jetzt so vor, ein Fünftklässler beispielsweise. Das sind auch in Facebook. Ja, aber dann, also wir zum Beispiel bei uns an der Schule haben noch keine Regelung für Publikationen im Internet. Wir haben aber bei der Einschulung jetzt im 5. Jahrgang eine Unterschrift, die von den Eltern eingefordert wird, dass sie einverstanden sind, dass Informationen aus der Schule auf unserer Schulhomepage veröffentlicht werden. Und da geht es ja auch um Namen. Und da haben wir einfach so die Grundregel, dass wir sagen, wir veröffentlichen in der Regel nicht den vollen Namen, sondern wir veröffentlichen zum Beispiel, weiß ich, Nadine aus der 5a oder sowas. Oder vielleicht auch nur ein Foto ohne irgendwelche Namen. Für die schulinterne Öffentlichkeit genügt das und schulextern braucht keiner zu wissen, wer ist denn jetzt auf die Nadine auf diesem Foto zum Beispiel. Sowas kann ich mir eben auch im Hinblick auf Publikationen im Internet vorstellen. Man muss das von der Klassenstufe abhängig machen. Ich würde aber da den Kollegen auch zustimmen. Man sollte nicht zu viel Angst haben, aber man muss es ernst nehmen. Noch ernster muss man aber eigentlich nehmen, was sie veröffentlichen. Und das Hauptproblem ist nachher die Beachtung zum Beispiel von Copyright. Und da muss man am Anfang, glaube ich, ganz viel Erzeugungsaufklärungsarbeit leisten. Aber es ist auch ein Lernprozess im Sinne von digitaler oder von Medienkompetenz. Das ist auch sicherlich ein sinnvoller Prozess. Also ich wollte mal auf den Namen eingehen, weil du sagst 5. bis 6. Klassen. Und wir haben eine ganz konkrete Frage, vielleicht am Anfang blauäugig, aber ich denke, man denkt, die produziert gefallen. Also Texte. Ich habe jetzt Mathematik, ich habe mit 5. bis 6. Klassen über 2 Jahre mit 2 Klassen ganz intensiv bearbeitet, die waren mit ihren echten Namen angemeldet. Da sind Matheübungen entstanden, die haben Bilder eingescannt, die haben Sachen hochgeladen. Es ist aus dem Lehrplan, den ich gerade unterrichtet habe, sind Aufgaben, so Puzzleaufgaben, Quizaufgaben erstellt worden. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Schüler da irgendwas machen, was nicht rechtens wäre. Das war ein Schulstoff, den wir versucht haben aufzuarbeiten, auf unsere Klassensituation bezogen. Von daher habe ich halt als Lehrer nur, ich wollte mit denen zusammenarbeiten, wollte das Projekt machen, aber da war nie ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, hoppla, es könnte mit den Namen des Schülers gefährlich werden. Im Gegenteil, was passiert ist dadurch, dass sie, wenn sie ihren Namen dann bei Google eingegeben haben, müssen auch ihre Benutzerseiten, die waren wunderschön gestaltet, die haben die mit Rahmen dekoriert, dann haben sie hingeleitet, Projekt, ganze Zahlen, dann kommen sie zu ihrer Projektseite. Das Bewusstsein, dass die von Anfang an öffentlich gearbeitet haben, hat bei den Schülern auch sehr rasch
zu einem Urheberrechtsbewusstsein geführt, wenn es ging um Symmetrien zum Beispiel, wir hatten zwei Schüler haben das Thema Symmetrie gehabt, die sind nicht mehr auf Wikipedia und haben es einfach abgetippt, sondern sie haben das, was jetzt den Schulstoff angeht, sie haben Bilder gesucht zur Symmetrie, haben die hochgeladen, haben Symmetrie mit ihren eigenen Worten erklärt, aber ich habe nie das Gefühl, passiert irgendwas, wo der Schüler sich bloßstellt. Also die Art, wie ich da mit Schülern gearbeitet habe, kam ja auch nie in den Sinn, ob ich mache irgendwas Verkehrtes oder ich führe die Schüler vor. Und diese Arbeit, die Seiten, die da entstanden sind, waren mehrere für die Schule, für die Klasse, war Lehrplan bezogen. Also mir hat auch vorher das niemand gesagt, ich habe aus anderen Gründen mit den ganzen Namen gearbeitet, bin aber heilfroh, dass das bei uns so funktioniert. Ich finde diese ganzen Ängste, die jetzt aufkommen, und ich weiß nicht, was man für Texte denkt, das passiert bei uns nicht. Vielleicht nochmal direkt dazu, es gibt ja auch Möglichkeiten, so beiden Interessen nach einer Teilanonymisierung und trotzdem gleichzeitig Öffentlichkeit entgegenzukommen. Zum Beispiel, indem man das Schulkürzel nimmt. Hier zum Beispiel Gymnasium Gerabronn, also GG Maria oder Maria GG. So. Dann weiß man, aha, das ist eine Maria aus der Schule. Oder zum Beispiel Maria E, statt den ganzen Namen zu nehmen. Auch das ist ja möglich. Also es gibt so Möglichkeiten, beiden Interessen entgegenzukommen. Ich denke, wenn man grundsätzlich darüber nachdenkt, was macht eigentlich das Besondere an einem Wiki aus und was ist bei Moodle, geschlossenes System, eigentlich der Hintergrund, dann müsste man doch eigentlich genau zu dem Ergebnis kommen, ich arbeite damit für spezielle Vorstellungen, die ich damit habe, und ich arbeite mit dem anderen, wenn ich wirklich voll in der Öffentlichkeit bin, wenn ich meine kommunizieren will mit der Schule in Singapur oder was, ne? Oder will möglichst weltweit versuchen, Kontaktpartner zu finden, die finde ich nicht, wenn ich heimlich geschlossen bleibe. Aber dazu müsste vorher mit den Schülern zusammen geklärt werden, oder in einer Arbeitsgemeinschaft, was nutzen wir, eigentlich brauchen wir beides. Was nutzt man wo, wie? Das eine, ich brauche auch, ich bin zum Beispiel Verbandsvorsitzender eines großen Lehrerverbandes, da muss ich mir auch überlegen, was versende ich intern an meine Leute, das braucht die Öffentlichkeit überhaupt nicht zu interessieren, wäre auch ganz schlecht, und was gebe ich bewusst an die Öffentlichkeit? Und so ähnlich ist es hier auch. Also ihr müsstet eigentlich hier, meine ich, beides machen und die internen Sachen, die unter Datenschutz-Sichtweisen hochgefährlich sind, dann nicht nur intern rein. Kann ich gleich noch antworten? Ja.